Hallo und herzlich willkommen, lieber Widder, hier zum März, zum Frühlingsanfang für dich. Ich möchte gern mit dir heute schauen, wie sich der März für dich zeigt, wie sich die Energien zeigen. Und ja, lass uns direkt einsteigen. Ich habe wieder die großen Arkana und die Asse mitgebracht. Ich habe das Sacred Forest Orakel mitgebracht und dann möchte ich auch direkt mit dem Tarot schauen, wie sich der März für dich zeigt. Jetzt aber erstmal hier eine Botschaft bitte für Widder, für den März. Welche Hauptenergie begleitet Widder in diesem März? Eine Botschaft bitte, eine Hauptenergie. Ja, der Wagen. Der Wagen, lieber Widder, hier kommt Bewegung. Es ist an der Zeit, die Zügel deines Lebens selbst in die Hand zu nehmen, zu schauen, auch zu schauen, welche Wege zeigen sich, schwarz und weiß. Wir haben hier zwei unterschiedliche Pferdchen und du weißt, wir leben hier in der Dualität. Wir haben immer die Wahlmöglichkeit und so auch du in diesem März, ja, die Entscheidung auch, deinem Weg zu folgen. Sehr spannend. Eine weitere Botschaft hier für Widder und direkt auf des Flügels schwingen. Butterfly Spirit und die Transformation. Ja, lieber Widder, womöglich gibt es hier Transformationsenergie über die Entscheidung, welche Richtung du einschlägst, welcher Weg für dich hier vorgegeben ist, welcher Weg sich hier für dich auftut. Wenn ich so hinspüre, da möchte etwas aus der Tiefe heraus geboren werden, womöglich einfach, ja, die Entscheidung, das Bewusstsein über den Weg, dem es jetzt zu folgen gilt. Der Butterfly Spirit hier hat auch so ein bisschen was von einem Samenlegen hier. Das ist die Nummer 8, finde ich jetzt auch spannend. Wir haben hier die 7 und hier die 8. Die 8 auch als ja, Unendlichkeitszeichen mit der Quelle verbunden. Spür dahin, welche Energien sich da für dich zeigen, welche, ja, Verknüpfungen du da in dir hast. Und ich möchte jetzt bitte hier mit dem Tarot eine klare, deutliche Botschaft hier für Widder, für den März. Wohin geht die Reise? Welche Wege zeigen sich auf? Und wie entfaltet sich die Transformation? Hier möchte eine Karte rausspringen. Die sollen aber nicht springen. Das kommt erst in der Fortsetzung. Eine klare und deutliche Botschaft bitte hier für Widder. So. So, und den Magier, den lassen wir mal hier am Rand liegen. Hoppala. Ja, das ist auch nochmal so ein bisschen diese Startenergie, diese Anfangsenergie. Welche Magie möchtest du hier in dein Leben einladen? Die 8 Schwerter. Da geht es erstmal darum, aus diesen alten Strukturen auszusteigen. Und ich finde es ziemlich spannend, dass wir den Einstieg mit den 8 Schwertern haben, weil hier nämlich direkt die Transformation dann greift. Es geht um Bewusstwerdung. Lieber Widder, es geht darum zu erkennen, dass du jederzeit die Möglichkeit hast, aus diesen 8 Schwertern auszusteigen. Du hast jetzt die Zügel in der Hand.
Ja, und genau das passiert nämlich auch, diese 8 Schwerter, die enden hier. Und du wartest auch gar nicht drauf, bis die 9 Schwerter, bis diese, ja, Geister der Nacht auftauchen. Du beendest das direkt. Und nochmal der Wagen. Ja, keine Sorge, wollte ich gerade sagen. Das ist so dieser Monat, der, wie er anläuft. Diese 8 und 10 Schwerter, die zeigen hier im Grunde, dass du bereit bist, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und mit dem Wagen hier im Anschluss direkt nochmal. Du bist bereit, dein Leben zu gestalten. Der Turm. Und ich glaube, lieber Widder, dass mit dieser Entscheidung, dein Leben zu gestalten, die Zügel deines Lebens selbst in die Hand zu nehmen und eben hier diese 8 und die 10 Schwerter hinter dir zu lassen, dass hier ja bei der ein oder anderen Stelle schon ein Geistesblitz auftaucht, dass du dich wirklich kraftvoll befreist. Auch diese Muschel, die öffnet sich kraftvoll. Der Schmetterling, so zart wie der hier ist, der öffnet kraftvoll seine Flügel. Und mit dem Turm geht es darum zu schauen, woran hältst du noch fest? Die 4 Münzen. Hier geht es um die inneren Schätze. Es geht aber auch darum, hinzuschauen, an welchen Umständen, an welchen materiellen Dingen hältst du da noch fest. Ja, und dann kommst du. Direkt hier als Page der Stäbe. Und das ist eine ganz bezaubernde Energie. Ich kann das nur so sagen. Denn, lieber Widder, du befreist dich hier in diesem März aus alten Themen, aus alten Strukturen, aus altem Kummer. Und ich weiß, die letzte Februarwoche haben wir auch diesen alten Drama-Modus noch gehabt, aus dem wir jetzt aussteigen dürfen. Und bei dir zieht sich das womöglich ein bisschen in den März hinein, bis so dieser Schlussstrich, dieser Cut da kommt bei dir. Ich nehme das wirklich hier wie so ein Cut wahr, wo du sagst, ey, ich habe jetzt genug von diesen alten Geschichten. Ich gehe jetzt hier wirklich ganz neue Wege. Ich spüre auch in mir nach, wo halte ich noch fest? Wo halte ich hier vielleicht sogar auch die Transformation noch zurück? Dir dessen bewusst zu werden, auch dieser Page der Stäbe, der schaut hier nochmal so ein bisschen zurück und schaut dahin, wo halte ich noch fest? Welche Möglichkeiten liegen da schon jetzt in mir, die ich einfach entfalten möchte? Genau darum geht es für dich, lieber Widder, nochmal da in die Tiefe zu schauen, dir wirklich darüber bewusst zu werden, wo es jetzt gilt, loszulassen, wo es jetzt gilt, wirklich diesen Cut zu vollziehen, um deinem Herzen zu folgen. Der Wagen hier zweimal, es geht darum, deinem Herzen zu folgen. Das ist die Transformation, die jetzt hier ansteht im Februar. Es ist ziemlich spannend und ja, ich glaube, du legst hier einen kraftvollen neuen Samen. Zumindest in dem, was jetzt hier, wo du dich verabschiedest und wo du sagst, jetzt gehe ich meinen Weg. Ich arbeite hier mit den Elementen, mit diesen Tools, die da in mir liegen. Und ja, auch der Page, das ist hier Neuanfangsenergie, ganz, ganz kraftvoll. Und ich bin jetzt gespannt, sehr gespannt auf die Fortsetzung, wie das hier weitergeht. Ich schaue noch mal ein Stück auf die Vergangenheit, auf das, was du jetzt hier mit dem Turm loslässt, auf diese Initiationsenergie und auch gerne ein Stück weit, wohin diese Reise geht. Den Link zur Fortsetzung findest du wie immer unten in der Infobox. Ja, lieber Widder, sei mutig und
Triff hier wirklich eine kraftvolle Entscheidung.